Guten Tag, ihr Leid. Hoppala, das hat doch nichts zu suchen. Jo, wir spielen weiter. Wir sind die Heiligen Drei Könige. Wir sind auf der Suche nach dem Heiligen Wörterbuch und müssen jetzt der Enki platt machen. Dann machen wir den platt. Und zwar mit der Gilgamesch-Attacke. One-Hit-Wonder-Kill, Gedönse. So, und da machen wir einfach so. Falls er das überlebt, macht er aber nicht. Zack. Weg ist er. So, wir arbeiten uns. Jesus, ne. Die Lilith wieder, die hat doch nichts drauf. Die hat doch einfach nichts drauf. Komm, wir machen einfach so. Guck. Zack. Hab ich doch gesagt. So, wir gehen also höher, denke ich mal. Okay. Wie jetzt? Geht gar nicht hinaus. Okay. Oh, der Marduk ist wieder da. Der Marduk geht auch eins drauf gebrattelt. So, und oh, der Alibaba, der fast schaffe, alles klar. Zack, weg ist er. Dö, dö, dö. Alles klar, wir gehen mal weiter. Schön, welche die Uhrzeit das sind. Und jetzt vielleicht mal ein bisschen gucken. Oder sind wir da jetzt rausgeschneckenudelt? Und ich hab's gar nicht gesehen. Ah, ich hab's nicht gesehen, wir sind rausgeschneckenudelt. Ja, dann. Guck mal, da ist Ketzel. Oh! Kleine horische Ketzel. da hier. Recht hauen wir einfach so. Oh, zack. Guck. Der wird eh One-Hit-Kill. Ja, geil. Der Tammus. Okay, da muss ich mich jetzt halt anstrengen, weil der haut ein bisschen hin. Okay, dann machen wir erstmal Magie. One-Hit-Kill bringt nicht viel. Dann tun wir konfusionieren und dann tun wir der Alibaba, lass mal so zusammentreten von der 40 Leid. So. So, da ralala. Da lebt ja immer noch der Affezippel. Okay, dann mach mal. Ne, pack mal nicht. So. Und so, und der Alibaba wieder. Jetzt müsst ihr gleich abnippeln, oder? Junge, Junge, der halt mal wieder was aus, halt. Alter, echt jetzt? Kannst du einfach mal sterben oder so? Schlagsafe, der will nicht. Der will nicht, der Affe Zippel. Ist der immer noch verwirrt? Ich glaub schon, oder? Ja, er ist noch verwirrt. So. Alter! Der hat eine getötet! Flag safe! Okay. Ne. Kämpfe. Wir müssen weiter kämpfen. Wir müssen gucken, was kannst du für Magie? Das bringt nichts, okay. Dann lass ich dich. Dich lass ich jetzt ein Item benutzen, und zwar Ei. Für den Balli. Der dort tut sei 40. Der hat keine 40 Dinge, ah, scheiße. Okay, dann tun wir den nicht verwirren und gucken, was passiert. So, das ist schon mal gut. So, also auf geht's. Du tust ein Item nehmen, und zwar Fusch, und du tust den Balli geben. Der du greift wieder an mit den Random-Dinger und der du macht wieder der Alibaba. Junge, Junge, der halt aber halt was aus, hey, der will gar nicht sterben, glaube ich. Habe ich so das Gefühl. Junge, Junge, ist wie er wieder immer auf dieselbe geht, oh. Immer auf die kleine Dicke mit dem Wasserkipp, oh. So. Ich muss den nochmal verwirren, oh, weißt du? Notfalls schläfer ich nicht in. Alter, wie viel Energie hat der Kerl? Was ist das? Ein krasser Kampf hier. Schlag, ich bin gleich leer. Magie leer bin ich gleich. Ne, wir machen jetzt alles auf Angriff hier. Zack. Jetzt hauen wir doch mal platt, hey. Das kann ja wohl nicht Sinn.
Der lebt immer noch! Ja! Schwede, was geht denn ab, hey? Okay, Item. Im Moment. Der hat, glaube ich, richtig was gekannt, oder? Sag mal her. Ah, der hat eh nichts mehr. Okay, dann nutzt du Item. Dann nutzt du Item, und zwar Ei. Und du deine Balthasar wiederbelebe. Der du wiederum. Der tut mir verwirre wieder, oder? Ne, der tut mir jetzt ausnahmsweise mal nicht verwirre. So. Junge, Junge. Jetzt pass auf. Ich habe nämlich eine neue Idee. Also du machst auf alle Fälle nur Angriff. Fuck. Moment, du machst keinen Angriff. Du machst Magie. Ah, das geht ja gar nicht, ne? Okay, du nimmst ein Item. Habe ich gerade beschlossen. Und zwar... das hier. Dass du wieder ein bisschen zu Kräfte kommst. Du wiederum... haust da drauf. Und du... lösch deine Impenne. Dass man dann irgendwie mal Play kriegt oder so, weißt du? Weil das geht ja so nicht. So, Tamus schläft. Er ist schon wieder wach. Schlack. So. Auf alle Fälle. Was machen wir denn das? Der Balthasar ist halt der, wo es meiste hinballert, ne? Das wäre heißt der Balthasar. Moment, ich gucke. Ich gucke. Ich ketzel da guckt auch gerade. Ja, ja. dann gibt man den Push für den Balthasar, ne? Und der da greift an. Der verwirrt ne. Der, das ist eine gute Idee. So. Und der da greift wieder an mit dem Alibaba. Jetzt macht der nemo fertig, hey. Das kann doch wohl nicht Sinn, hey. Geht's noch oder was? Ey, der will einfach nicht sterben. Dem gute Kollege Balthasar noch ein Fusch. So, jetzt wie viel HP hat der Kerl? Das kann ja wohl nicht Sinn. So. Angriff. Hau mal ordentlich drauf, ey. Das gibt's nicht. Ich kämpfe hier jetzt schon 7 Minuten oder was? Naja, ist schon. Du nochmal wieder verwirre, bevor er noch auf dumme Idee kommt. Oder du da HP regeneriere oder was? Was er da labert. Keine Ahnung, ich spreche seine Sprache nicht. Ich bin ja noch auf Besuch und werde ein Buch. Ey, der nippelt einfach nicht ab. Ich glaube, es geht los. Ich kann doch jetzt nicht irgendwie 15 Minuten dem auf die Map hauen. Jetzt geht doch mal kaputt. Du Affe-Zippel, hey. Junge, jetzt ist ein anderer tot. Okay. Wie gesagt, der do muss das Eido benutzen. Damit der do lebt. Und der da ruft der Alibaba. Alter, wie mir auf den Truffklappe und der will einfach nicht abnipple. So. Naja, komm. Dann, Moment, der kann... Das bringt nichts, Gäsche, denn... Oder sollen wir es einfach mal probieren? Nee, das ist Quatsch. Komm, ich probier's. Aber das bringt nichts, Geld, denn das kann ich jetzt schon sagen. Du gibst mir einen schönen Fisch. Der Benedo. Und du tust wieder der Alibaba auf eine Hetze. Oh, er ist endlich tot. Jawohl, yes. 444 XP. Spinne ihr. Ich hab irgendwie 10 Minuten auf deine drauf geknüppelt. Yes, das nee. Erstmal hochheile hier. Machen wir noch ein bisschen Brot, warte recht. So, und dann noch einen Schluck Wasser. Oder nee, Wein.
Ne, Wasser, wir haben genug Wasser, ne? So, auf geht's. Unspeichere. Ganz wichtig. So. Hoppala. So. Akumoto geht's endlich vorwärts. Sehr gut. Da wackelt die Katze im Ohr, wackelt sie da. Was ist denn hier? Was ist denn das da? Skelett. Akumoto, ist der Drache. Okay. Wir gehen ausnahmsweise mal so rum. Ah. Lilith. Ich habe mich schon nie so gefreut, dich zu sehen. Die ist ja eh mit einem Ding weg. So. Oh, das ist ein lauter Drache. Schlag safe. Oh, was ist denn das? So ein roter Puschel? Nee! Ich glaube, es hackt. Okay. Nee, wir gehen da jetzt halt schon hin. Aber mir speichere jetzt halt nicht. Der Marduk? Ja, der Marduk ist auch. Der hat auch nichts drauf. So. Zack. Siehst du? Wenigstens gibt er ordentlich XP, der Kollege. So, zeig mal her, wo wir gerade bei sind. Status. Schau mal her, wir sind ja alle auf demselben Status. Ach, guck mal, wir kennen nicht her, wie Level C wäre. Ah, okay. Ah, okay, wir können mal kurz durchlesen, oder? Dass wir mal, geguckt haben, wer das überhaupt ist. Von einem Stern geleitet kommt ein indischer König, der sicher ist, dass der prophezeite Messias in Judäa geboren wurde oder so. Ja, das müsste dann wahrscheinlich bei alle stehen, oder? Ja, das ist ein persischer König. Der weiß, dass er auf die Knie fallen muss vom Babykönig, sozusagen, ne? Und der da kommt aus Arabien. Und er fühlt halt, dass er dem neugeborenen Heiland dienen muss. So, dann haben wir das auch gelernt, aber eigentlich wollten wir ja speichern, ne? Und dann gehen wir jetzt mal da hin. Ich geh mal gucken, was ist denn das? Das sieht aus wie Drache oder so. Also ich finde, das ist ein Drache. Ist das... Hoppala, ich häng. Ist das das komische Leviathan-Vieh mit der 666 bla bla bla, weißt du? Ah ja, guck mal, da steht Tafel. Also, da, ich kann das irgendwie lesen. Gratulation! Ihr habt... Guck, was habe ich jetzt gemacht? Einfach nicht drüber nachdenken. Es ist alles in Ordnung. Also, noch einmal. So, jetzt hat... Oh, jetzt ist die schöne Musik weg. Gratulation, ihr habt das Wetterbuch gefunden. Aber ihr habt auch Tod gefunden. Tod von den Händen von... okay, Nimrod auf jeden Fall. Post-Diluvan, König, Jäger, Grönse, ja, mir doch egal, hopp. Dann machen wir Blatt. Okay, das scheint ein Geist zu sein, oder? So, okay, Kasperl. Kasperl, du fängst an, One-Hit-Kill wird nicht gehen. Dann machen wir Wasser. Ne? Machen wir einfach die Taktik von einer Weile. Der tut mir erst mal verwirren. Und der da holt da 40 Räuber und das soll dann eine Plattklappe lassen. 99, 93, der kriegt nicht so viel Schade. Aber er ist so eigentlich ein Geist, der hat kein Fies. So, jetzt würde ich nämlich jetzt hingehen und würde einfach mal sagen, wir greifen dann normal an mit M. Um einfach nur um zu gucken, ob es geht. So. What? Ich glaube, es hackt. Okay. Alle normal A greifen. Weil das kostet ordentlich Damage, merke ich gerade. Okay, alles klar. Oh shit. Okay, Moment. Wie war das noch immer? Also, der Balthasar muss auf alle Fälle mit seinen 40 Schreiber angreifen. Weil das macht schon schade. Aber die andere zwei. Also, das funktioniert nicht, das ist klar, ne? Wir tun den anderen zwei einfach erstmal was zu Futter geben. So, also, du kriegst das. Und der macht was? Random Enemies angreifen. Müssen wir gucken, wie viel das macht, aber da kommt der Ali drauf. 112 und 118.
Nur 240. Das geht... Ah ja, geil. Haben wir schon gepackt. Das geht halt deutlich schneller, wäre das gegangen, wenn man normaler Angriff gemacht hätte, da ihr wohl nicht als Geist gilt, sondern als Mensch oder so. Keine Ahnung. Was weiß ich. Auf alle Fälle ist er platt. Aha. Speichern. So. Dann gehen wir jetzt erst mal... Och nö. Och nö. Nicht ausgerechnet der, weißt du? Ich wollte gerade mich heilen. Ist egal, hopp. Fährt sich Schreiber drauf. Vielleicht überlebe ich so. Oh, der, oh, der tut wieder 100 Schläge instecken, der Kerl. Gib mir deinem Kollegen da ohne Fisch. Du greifst A mit dem. Und der da macht natürlich der Alibaba. Dann können wir doch nicht einfach abhauen. Ich meine, es hat doch überhaupt. Plack. Ja, Haupttschüss. Ich meine. Ach so, jetzt hier gleich wiederbeleben, ne? Da sind wir alle drei wieder. Jawohl. Ja, weil, es hat halt überhaupt keinen Sinn, dass wir überhaupt noch kämpfen. Weil wir können nicht mehr aufsteigen wie Level C. Von daher, scheiß drauf. Du mir einfach jetzt abhauen. Ja, ja, du auch. Du bist mir auch egal. Tschüss. Dann rennen wir einfach so weiter, so. Jetzt gehen wir da hin und tun unserem, dem Römer da unser neu gezeichnete Sprachkenntnisse zeichnen. So. Willkommen in Judäa. Ey, ihr seht ziemlich gut gekleidet aus irgendwie. Mit meiner Wolle kann er mo beim König Herod vorbeikommen und mo Hallo sagen. Der Herod, der liebt dich. Also der Rod loves you. Weißt du? Ah, naja, okay, komm. Alles klar, mach mal so. So, wie geht's da weiter? Links ist Judäa, rechts ist Babylon, ohne ist nix. Der Turm da guckt so bes, ne? So, okay, dann müssen wir wohl noch overgehen. Weil nur links kennen wir nicht. Ach, ich weiß, wo wir sind. Komm denn. Die kloppen wir, oder? Bam, 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 bam. Zack, ab in die Hölle, Junge. So, wir tun jetzt. Moment, wir tun wieder gucken. Status. Nope. Jedem Kampf ausweichen. Tschüss. Wir wollen zu der Maria. Wir folgen im heiligen Stern am helligsten da. Wie man sieht. Hey, sag mal. Also in 30 Jahren oder was ist da oben aber noch eine Stadt, ne? Ich wollte es nur erwähnt haben. So, ne, wir gehen jetzt schön. Guck da nun zu Bethlehem. Bethlehem ist da links rum. Oder sollen wir mal gucken, wie es da in der Stadt aussieht? Da waren wir noch gar nicht, ne? Und man durfte Straße laufen. Kennen wir nicht arge. Oh, fuck. Das war eine schlechte Idee. Das war eine verdammt schlechte Idee. König Herod. Oh, drei Maggi-Flasche. Drei Speisewürze-Flasche. Aus beiden Wegen vom Osten kommen. Und was machen wir hier bei mir? Naja, mir gucke für den neugeborene Heiland halt. So. Oh. Wirklich? Und wieso denke ihr, dass so ein spezielles Kind so hier irgendwo geboren wird? Naja, wir sind so im Stern gefolgt. Hä, was ist die ganze Zeit da? Nee, nee. Und in Übereinstimmung mit der Prophezeiung tut uns der Stern quasi zum König der Menschen, der Könige quasi führen. Der König der Könige, ja, mhm. Was ein total beschissener, ich meine, nun, weil ja die Prophezeiung das vorherbestimmt hat, dass der Messias in Bethlehem geboren wird. Ich hätte nicht gedacht, dass der so schnell da ist. Ja, aller gut. Wann ne Finch, könnt ihr mir bitte Bescheid sagen, wo seine Familie wohnt? Dann kann ich vorbeikommen und kann ihm mein Respekt erweisen. Dankeschön. Hier, ah ja, gar kein Problem, mach immer. Naja, wir kommen dann vorbei, wenn wir dann auf dem Weg zurück sind und dann sagen wir, was abgeht. Okay, danke. Wachen!
So, ah ja, ich weiß, was los ist. Hey. Ja, Eure Majestät, verfolgt man die drei weiße Könige da vom Morgenland, vom Osten halt. Und sagen wir, wann die viel Zeit mit einer Familie, mit dem Baby verbringen. Ja, Eure Majestät. König der Könige, nicht solange ich lebe. Okay, das haben wir ja erst reingekriegt, ihr Leid. Wir haben quasi die Jesus verrot. Hier, wir sind die drei Judas aus dem Morgenland. Ja, geil. Das ist jetzt schlecht, ne? Ja, aber du da nicht eh alle männliche Säuglinge töte. Naja, egal. So, wir gehen mal da in dem Hotel Donofro, wo die sind. Ei, Gude. Sorry, aber wir sind komplett ausgebucht. Probier's mal in einem anderen Ding. Hey, ich will doch nicht ausbuchen, Mann, du Aff, ich will hier. Ah ja, da machen wir schon. Ah, die sind immer dasselbe, okay. Ja, dann brauchen wir jetzt auch nicht so zu machen, als würde man nicht wissen, wo man hin müssen, weil da leuchtet ja Stern oben drüber. Am helligsten da. Und deswegen gehen wir gleich. Die sieht schon ein bisschen abgeranzt aus, aber das sieht noch abgeranzter aus. Aller gut. Dann gehen wir da gleich. So hin. Bist du der Heiland? Ne, du bist eine Kuh. Okay, Entschuldigung. Bist du der Heiland? Ne, du bist ein Schof. Ja, ja, ist so gut. Ich hab's geschnallt. Bist du der Heiland? Ah, wir haben dich gefunden, Baby Jesus. Junge, Josef hat eine Monobraue. Wir sind hier, um dich zu huldigen. Da fällt die Maria vom Stuhl. Wie war das? Ja, komm, vergiss es. Und wir geben dir Geschenke wie Minze, Myrrhe und Weihrauch. Ne, warte mal, das war der Zauberstab vom Biber. Was hat die noch unter Bike gehabt? Weihrauch, Myrrhe und Gold, genau so, was war's? Was? Frankincense? Ja, das muss das Myrrhe sein, schätze ich mal. Ne, das ist Myrrhe. Dann war es wohl Weihrauch. Und Gold, okay, das war Weihrauch, Gold und Myrrhe. Okay. Diesen Weihrauch könnt ihr euch in die Haare schmieren. Okay, aber denkt dran, geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. So, sehr vorsichtig sind. Wir haben den König Herod gefroht, wie wir hierher kommen. Und der wollte übrigens mehr über euch wissen. Der ist schon irgendwie ein bisschen creepy, ein bisschen der Kerl, ne? So wie die Katz gerade. Naja, mir verrot ihm aber nicht, wo ihr nächtige, quasi. Aber vielleicht solltet ihr nach Ägypten fliehen. Nur vielleicht. Tschö. Boah, geil, wir haben 10.000 Goldkrit, Myrrhe und Franziskanerbier, Weihrauch. Check your items. Ja, geil. Guck mal, Jesus krallt ihn nachher, jawoll. Da muss das Sinn. Oh, guck mal, die haben sogar, oh, ist das schön. Die haben sogar eine Kuh was zu essen mitgebracht. Schlag safe. Ja, zeigen wir mal Items her. Okay, was macht das? Myrrhe. Ein Freund kommt, wird quasi unsichtbar. Kann nur einmal benutzt werden. Bleibt aber quasi immer unsichtbar. Dann würde ich mal sagen, dann schmiere mal den Jesus ordentlich mit Myrrhe in. Weil ich glaube, der haut noch nicht so richtig hin. Ein starker Duftgedönse, das alle Mitstreiter stärker macht. Kann man nur einmal benutzen. Bleibt für immer. Und Gold ist Gold. Okay, jetzt pass auf. Gucken wir mal, was der Baby Jesus so drauf hat. Erstmal wird er optimiert. Geht nicht. Was für Skills hat er dann? Ja, nix, ne? Er kann Kacke wahrscheinlich oder so. Okay, jetzt pass auf. Ne, Equipment. Ich tue mal den Josef. Kann man doch nicht, ne? Wir haben nichts anderes. Okay, alles klar. Mariale? Wie sieht's denn bei dir aus? Scheiße, Maria hat gar keine Waffe. Ah, stimmt, die konnte ja eh gar keine Waffe nennen, ne? Die hat ja, sag mal her, Skills. Die kann ja Engel rufen. Engels. Gabriel, hilft denen, die verstot sind. Ist das Heilung oder ist das Wiederbelebung? Weiß nicht. Die Uriel, du die AP auffülle. Die Angel Points. Ich weiß gar nicht, was die gut sind. Ah, okay, der tut wahrscheinlich Wiederbelebe, der tut Heile. Und der
macht alle Leid mehr agil, Gedönse. So, zuallererst mal wird gespeichert, ne? Wir tun halt dann jetzt nimmer weiterspielen, ne? Das hätten wir uns dann ufer den Next. Denke ich mal. Was wir aber schon machen, ist, wir tun jetzt das Item, du benutze, deine unsichtbare Dingsbums du mache. Und dann tun wir unter Jesus schmiere. Dass du Jesus quasi. Alter! Der hat 1100 HP! Der Mini-Messias! Oh ja, stimmt, wir kennen immer Google. So, und jetzt tun wir. Den Frankie da nehmen. Und uns da auch noch drauf machen, so. So, jetzt tun wir noch gleich den Status noch gucken. Tochter von Joachim und Anne. Ja, geil, guck mal, die. Moment, die Maria hat eine Mutter gehabt, die nicht Maria geheißen hat? Was ist denn das? Die tun gerade mit der Lore von dem Spiel brechen. Okay, die Maria ist die Tochter von Joachim und Anne. Diese Frau spielt eine sehr spezielle Rolle in der Errettung der Menschheit. So, der Josef ist ein hart arbeitender Mann, der aufgetragen geredet hat, den Sohn Gottes groß zu ziehen. Okay, dann tun wir mal gucken, was der da macht. Dieses wunderschöne Baby wird eines Tages der gekrönte König der Könige werden. Ah ja, dann. Dann ist ja alles gut. Hoppala. So, wir gehen jetzt mal raus. Ha, Moment, Maria, so machen wir das schon mal gar nicht, ne? Aufpassen. Der Josef, zuerst dann die Maria, dann der Jesus, weil der Josef nämlich zuerst zuhause soll. So, dann gehen wir mal da raus und erzählen mal. Vorsicht, Vorsicht! König Herod hat seine römische Armee gesendet, um neugeborene Babys zu finden. In Zeiten wie denne ist es besser, wenn man Mädchen ist. Ja, das stimmt, weil der soll ja nur alle neugeborenen männliche Babys töten. Aber nur in so Situationen. Achso, aber nur in so Situationen ist es besser, Mädchen zu sein. So generell gesehen ist Frau zu sein irgendwie voll scheiße. Das finde ich gut. Okay. Manche Männer verstehen einfach nicht, dass Nein, Nein bedeutet. Und mache einfach weiter. Ich arbeite gerade an einem Abwehrspray gegen Männer. Eigentlich ist es High-Abwehrspray, nur ein bisschen stärker. Oh, sorry, dass ich dich aufgehalten habe. Ich glaube, ich lasse dich jetzt weiter fliehen. Vor allen Dingen, jetzt wo die ganzen Soldaten auf uns zukommen, wo sie haben, dass ich eigentlich aufhalte und ihr männliches Baby dabei habe. Ich wünschte, dass mein Männer-Abwehrspray schon wirken würde. So geil, können wir jetzt halt weitergehen? Da muss ich jetzt mit den Römer da Verstecke spielen. Junge, das sind wirklich sau viel Römer. Oh shit, ohne komme ich nicht vorbei. Ich drängle mich mal durch schnell vorbei an dem da. Der sieht mich nicht. Hallo, ich bin ein normaler Römer. Wer bist denn du? Sorry. Was war, wie viel Uhr ist es? Was, erzähl mir nicht, dass du kein Armband dabei hast. Kein Armbanduhr. Nee, habe ich auch nicht. So, jetzt aufpassen. Von Bethlehem tun wir wieder. Ne, warte mal, wir sollen noch Ägypter abhauen, gell? Haben sie gesagt. Ui. Die Banditen kommen. Alles klar. Achso, ja, wir wollten ja eigentlich. Machen wir noch die Kämpfe fertig, ne? Was? Achso, ja, die kann ja gar nicht. Dann setzt sie halt aus. Achso, der Jesus setzt aus. Ja, dann hat er halt ausgesetzt, der Jesus. Oh, der Jesus ist jetzt Level 3. Sei mal her. Der hat schon die HP, der Kerl. Der Kerl hat's drauf, der Jesus. Da. So, wir speichern wieder. Und dann gehen wir. Es sieht nicht gut aus. Wo bin ich denn überhaupt? Ah, da oben. Wir gehen jetzt nur Ägypten hin. Aber nicht heute, sondern morgen. Morgen geht's weiter. Es bleibt spannend, ihr Leid. Wird Baby Jesus sei erst das Ei in die Windel legen. Wird Maria noch einmal vom Heiligen Geist, vielleicht wenn sie allein ist, besucht wäre. Tut der Jesus beim Hoble, nicht der Jesus, der Josef beim Hoble Schliver in die Finger kriegen. All das und viel mehr. Und mehr Katze gibt's in der nächsten Folge. Oh, guck mal, die schöne Ohren, die Katze. Tschüss.